TV. Also ich würde fast sagen, dass Simon der wichtigste Mann in meiner Ecke ist, weil er eben schon so oft dabei war, weil er mich sehr gut kennt und weil er mir quasi bei allem helfen kann. Also jetzt nicht nur im Sparring, nicht nur an der Pratze, sondern er hilft mir auch beim Gewichtmachen, beim Konditionstraining, bei Social Media. Der Junge ist Gold wert. So, Steroid-Müsli ist gemacht. Steroid-Haferflocken, Steroid-Banane. Steroid-Paranüsse und Steroid-Wasser. Hey! Morgen. Training um 9, das vielleicht wird's noch. Ja, so früh ist es gar nicht. Es ist schon 7.45 Uhr. Wir fangen jetzt heute an, den Rhythmus umzustellen. Also heißt, ich werde um 5.30 Uhr deutscher Zeit kämpfen. Von dem her muss ich meinen Körper darauf einstellen, dass ich in dieser Zeit am leistungsfähigsten bin. Also heißt, dass ich den Schlafrhythmus jetzt so umstelle, dass ich am Nachmittag pennen gehe, so 17, 18 Uhr. Dann so bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts schlafe. Und dann bin ich wach. Und ja, dann 5.30 Uhr Training, aber jetzt nicht auf einmal, sondern Stunde für Stunde. Und sonst ziehe ich immer um 10 Uhr morgens, jetzt machen wir es 9 Uhr, dann morgen um 8 Uhr, 7 Uhr und so weiter. Und so arbeiten wir uns jetzt Stück für Stück vor. Jetzt sind es noch 3 Wochen bis zum Fight, also da hat mein Körper auch noch genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Zum einen müssen halt meine Trainer und meine Sparringspartner früh morgens mit mir aufstehen. Das ist eine große Veränderung für Sie. Eine gute Uhrzeit. Ja, Simon ist angereist, um mich bei der Vorbereitung zu unterstützen. Wie bei allen letzten Fights auch, habe ich ihn immer mit dabei. Jetzt ist er gekommen, es ist 3 Wochen vor dem Fight. Und er bleibt jetzt mit mir den Rest der Vorbereitung bei mir und fliegt dann auch mit zum Fight. Und ja, wir sind jetzt noch 10 Tage in Balingen und dann geht die Reise los. Diesmal müssen wir auch ein bisschen früher anreisen, wegen den ganzen Quarantäneregeln und sowas. Und dann ist es super, ihn dabei zu haben, weil er hält gut Pratzen. Ich kann ihn als Sparringspartner benutzen. Er hilft mir beim Weight Cut. Also kommt natürlich auch ein bisschen um Drecksarbeit mit mir zu machen, diesen harten Weight Cut. Ja, daran haben wir Erfahrung, wir sind ein gut eingespieltes Team. Und ich freue mich, dass er da ist. Jetzt geht die Quälerei weiter. Ja, ich bin wieder in Peters Camp mit dabei, so wie immer eigentlich. Bin jetzt die letzten 3 Wochen als Thai-Box-Trainer am Start. Jetzt die 3. Woche vor dem Kampf werden wir nochmal Sparring zusammen machen. Und danach geht es dann nochmal ans Technik einschleifen, Kondition ballern und ans Gewicht machen. Das machen wir jetzt zum Beispiel. Jetzt gehen wir noch laufen nach der Morgenseinheit. Mal gespannt, wie gut er durchhält. Er schwächelt gerade ein bisschen. Oh, er ist da. Ja. 20 Sekunden drauf. Dann muss er kurz. Er hat natürlich super trainiert heute.
gegelt. Hey Peter, grüß dich. Yo Tim, alles fit bei dir? Ja, und bei dir? Ja, geht so. Ich habe mich schon mal besser gefühlt. Heute Morgen hatte ich eine scheiß Trainingseinheit. Ich musste scheißen und kotzen gleichzeitig. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Ja, nix. Einfach wen. Übers Wochenende sehr wenig gegessen und im Prinzip ohne Frühstück rausgegangen. Und dann irgendwie, naja, alles gut. Ich muss mich jetzt umstellen und mehr essen. Alles gut, alles ja. gut. Ja. Wie sieht es denn aus mit deinem Gewicht? Bist du gut? Schlecht. Also, Cashier, dann geht's gleich zur nächsten Einheit. Laufen mit Simon, das ist ein bisschen unfair, weil ich muss 3 Schritte machen und er nur einen. Und wir kommen gleich weit. Wie soll der Lauf sein? Wie hast du es dir gedacht? Soll schon ein bisschen an die Substanz gehen, oder? Also jetzt kein einfach geradeaus ganz gechillt laufen, sondern... Also wenn du was bergauf hast, wäre super. Ja. Aber wenn du nur sagst, du bist noch nicht fit genug... Nein, doch. Ich habe jetzt gegessen. Okay. Ja, zur Not kotze ich halt in den Wald. Ne, aber mir ging es wirklich jetzt die letzten Wochen, ich habe mich echt gut und super gefühlt. Ich weiß nicht, was heute los war. Man. I have no idea. Laufen zum Trim dich fahrt, das ist, sagen wir mal so, die erste Hälfte der Strecke nur bergauf und die zweite Hälfte der Strecke nur bergab. Okay, vielleicht könnten wir so einen kleinen Zirkel noch machen. Können wir einbauen. So ein bisschen Outdoor. Outdoor-Style. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Know that they ride or die. Der Dämon will raus. Hey. Das ist noch eine geile Szene, wie ein Gorilla im Wald schreit. Looking for Peter Sobota? He's right here. May I come in? Sure, come in. Come in. Hello. Also gerade vor wenigen Minuten hat uns ein Kontrolleur von der United States Anti-Doping Agency verlassen. Als UFC-Athlet wird man überwacht und wir müssen immer angeben, wo wir sind. Wir haben da so eine App, wo wir das halt angeben. Und normalerweise bin ich um die Uhrzeit im Training, aber dadurch, dass wir jetzt relativ kurz vor dem Kampf sind, haben wir angefangen, die Trainingszeit ein bisschen umzustellen und anzupassen, weshalb er mich im Gym nicht gefunden hat zu meiner üblichen Trainingszeit. Deshalb ist er dann zu mir nach Hause gekommen und da waren wir halt, von dem her alles gut. Und ja, das durfte man nicht filmen, weil das ist ein streng geheimer Prozess. Ja, auf jeden Fall muss man dann pinkeln. Und dann werden die Tests eingeschickt und so wird halt gesorgt, dass der Sport sauber bleibt. Ja, also ich meine, das war mein, ich weiß nicht, wie viel der Test, Dutzende Male von der USADA getestet, immer negativ. Natürlich läuft immer alles reibungslos, weil ich keine illegalen Substanzen nehme und auch niemals irgendwelche genommen habe. Ich weiß, das sagt jeder. Und die Leute werden dann trotzdem dauernd erwischt. Aber bei mir ist es wirklich der Fall. Ich habe immer auf einen gesunden Lifestyle geachtet. Und mir ist auch klar, wenn man Steroide nimmt, leidet der Körper darunter. Ich meine, man kann im ersten Moment sicherlich eine bessere Leistung erzielen. Aber die Frage ist halt, zu welchem Preis. Und oft ist es halt mit höherem körperlichen Verschleiß verbunden. Weil es ist ja klar, wenn ein Auto 100 PS mehr hat, dann fährt man schneller, bremst öfter und so weiter. Und das Gleiche passiert dann mit dem Körper. Und ja, Leistungssteigerung im ersten Moment ja. Aber über eine lange Frist gesehen ist es wahrscheinlich sogar eher kontraproduktiv, ja, weil man sich öfter verletzt und so weiter. Und ich habe ja schon eine lange Karriere, über 15 Jahre, und ich hoffe, dass es noch ein paar Jährchen weitergeht.
hat eine gebrochene Hand die ganze Vorbereitung. Also Hand hier. Und nach Kontrolle soll ich reagieren? So. Nach Kontrolle wird Pingo rein. Ja, und die spezielle Zeug dauert so Japanischchen ist da. Die ganze Vorbereitung mit hier, Fraktur hier. Ne? So. Oh, ist eigentlich schon egal, gell? Ja, jetzt auch heute habe ich mir reingespritzt, jetzt spüre ich keine Schmerzen mehr. Sonst hat es immer wehgetan, oder? Die ganze Zeit. Deshalb habe ich auch meine linke, der hat immer, pack, nur so angezeigt, weißt du? Ah. Und ich hatte halt die Hoffnung, ja, nächste Woche wird es besser. Nächste Woche wird es besser. Und das habe ich bis heute Morgen gedacht und heute Morgen habe ich entschieden, okay, jetzt gehe ich zum Arzt. Hier Fraktur und hier Bänder, das am Finger. Das. Und hier so eine Fraktur, die so aber nach innen geht, aber ist alles schon verheilt. Krass, gell? Mhm. Was ist das? My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Oh, keep boy. Ich bin wasted heute, Alter. Richtig am Arsch. Oh. Ja, wie man sehen kann, sind wir umgezogen. Beziehungsweise bin ich umgezogen. Ich bin jetzt bei meinen Eltern zu Hause. Hier ist auch Simon jetzt momentan untergebracht. Weil mein Sohn hat eine Erkältung und ja, jetzt zwei Wochen vor dem Kampf ist halt, will ich mich nicht anstecken. Ja. Und er klebt halt natürlich die ganze Zeit an mir dran und so. Und ja, ich bin auf Diät, ich trainiere hart, habe viel um die Ohren. Deshalb gehe ich auf Nummer sicher und bin ausgezogen von zu Hause und bin jetzt bei meinen Eltern. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber die paar Tage. Halten Sie es auch ohne mich aus. Ja. Und jetzt einen Schnupfen zu bekommen oder sich zu erkälten, wäre natürlich nicht gut. Und ich bin von zu Hause ausgezogen und wohne in der Wohnung von meinen Eltern und sehe halt meine Familie nicht. Natürlich kotzt mich das an und natürlich ist es schwierig. Der Haussegen hängt nicht schief. Meine Frau sagt selber, hey, du musst gehen. So. Weißt du, sie sagt, du musst gehen, das ist jetzt das Wichtigste, dass du gesund bist. Und meine Mama ist jetzt zu uns quasi nach Hause gezogen und hilft halt meiner Frau mit den Kindern. Von dem her, alle halten zusammen, beziehungsweise alle helfen mir, was sehr nett ist. Und wir chillen hier. Brennnesselblättertee, Arzneitee. Zum Durchspülen, zur Durchspülung der Harnwege. Habe ich jetzt schon mal gekauft. Das trinke ich vom Weight Cut. Das hilft schon mal, meinem Körper zu entwässern. Aber ist für jetzt nicht der richtige Tee. Gönn mir auch eine. Für mich gibt's heute. Pokeball Lachs. Ja, aufgegessen habe ich nicht ganz, weil hier ist ganz viel so klebriger Reis noch dabei. Ja, das kann ich mir jetzt leider nicht genehmigen. Wenn ich gern würde. Aber ich esse noch ein paar Kohlenhydrate, aber dann mache ich mir lieber noch ein paar Beeren mit Haferflocken oder sowas. Statt das. Ja, jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo eh nicht mehr so viel geht. Auch wenn ich sehr diszipliniert die Diät mache, der Rest, der große Teil wird jetzt halt ausgeschwitzt nochmal. Aber trotzdem will ich es nicht übertreiben. Also ich gucke trotzdem noch, dass ich irgendwie noch ein Kilo raushole ungefähr über die Diät. Das wäre gut. Aber jetzt muss ich halt zum Ende hin, weil der Körperfettgehalt einfach so niedrig ist, einfach noch disziplinierter sein wie sonst. Und das Gewicht geht halt nur langsam runter. Ist ein bisschen frustrierend, aber so ist es halt immer. Deshalb, just another day. Die Performance leidet nicht stark darunter, aber manchmal natürlich schon. Heute Morgen zum Beispiel habe ich es gemerkt, ich bin nur mit einem ganz kleinen Frühstück raus und gestern Abend, und gestern habe ich nicht trainiert, deshalb habe ich gestern halt noch weniger gegessen. Und das habe ich heute schon gemerkt, dass die Kraft so ein bisschen raus war. Aber grundsätzlich, wenn man das halt richtig timet,
die Aufnahme vor allem von Kohlenhydraten zum richtigen Zeitpunkt, dann hat man dann genug Energie im Training und es passt. Er hält die Qualität im Training hoch und ist sehr diszipliniert dabei. Ich kann nicht meckern als Konditionscoach und als Thai-Box-Trainer. Das PI hat ja jetzt so einen Plan geschickt, wie es ideal ist. Also das deckt sich einfach 1:1 mit dem, wie Wolfgang das so geplant hat, weißt du? Da, hier ist halt noch ein bisschen mehr so Details, aber vom Schlafrhythmus ist es genauso, wie er es quasi vorher gesehen hat. Dann sind wir quasi genau on track. Ja. Tim meinte jetzt, wahrscheinlich eröffne ich doch die Main Card. Das war jetzt seine Dings. Also heißt, wir müssen uns noch auf 4 Uhr morgens hocharbeiten. Er weiß, das ist, glaube ich, noch nicht sicher. Schade, sehr schade drum. Ja, vor Hauptkampf gegen Damien Meyer in Deutschland. Ne? Das sage ich zu Dana, nachdem ich gewonnen habe. Und natürlich 50G, Baby. Give me that 50G. Gut, erstmal muss ich es verdienen. Fight of the Night. Will ich echt nicht, ich will Performance-Bonus. Weil Fight of the Night ist immer eine Schlacht. Niemals eine dominante Performance. Wenn du jemanden von A bis Z dominierst und ihn richtig verprügelst und er hat keine Chance, kriegst du nie Fight of the Night. Das ist immer bei diesen Hin und Her und Hin und Her und Big Drama Show und dann, das ist Fight of the Night. They wanna see some drama. Und das ist nicht mein Style. No drama. Ja, 19:52 Uhr. Schlafenszeit. Ich stelle meinen Rhythmus gerade um, weil gekämpft wird in Abu Dhabi gegen 5 Uhr morgens, also hier deutscher Zeit. Und wir trainieren ja auch schon. Gestern haben wir um 6 trainiert, morgen auch nochmal um 6 und dann geht es dann weiter um 5. Also ich stelle alle 2 Tage eine Stunde vorwärts. Und deshalb muss ich auch rechtzeitig schlafen gehen, wenn ich so früh rausgehe. Also gute Nacht. Guten Morgen. Es ist Dienstag, 5 Uhr morgens. Morgen fliegen wir los. Heute ist der letzte Tag hier. Und ja, gestern habe ich es geschafft, eine Stunde früher aufzustehen, um 4. Aber weil der Tag so anstrengend war, habe ich mir eine Stunde mehr Schlaf genehmigt. Wir kommen langsam in den Rhythmus rein. Training ist um 6 Uhr morgens. Der Kampf wird ungefähr um 5 Uhr sein. Also arbeiten wir uns jetzt im Laufe der nächsten 10 Tage noch so nach vorne, dass ich um 5.30 Uhr trainiere und so gegen 2 Uhr morgens aufstehe, dass ich Zeit habe zum Frühstücken und richtig fit zu werden. Und das muss natürlich vorbereitet sein, weil laut meiner biologischen Uhr würde ich lieber um diese Uhrzeit schlafen gehen, wie um diese Uhrzeit aufzustehen. Ja, ich bin froh, dass ich seit Wochen das erste Mal halbwegs schmerzfrei in meiner Schlaghand bin. Aber gewundert hat mich das schon, weil meine Eigendiagnose war ja, dass ich eine Kapselverletzung habe, hier und hier. Und herausgestellt hat sich, dass hier eine Fraktur ist und hier ein Bänderriss. Ja, naja, ging auch so. PlayStation ist das Allerwichtigste. Bei 5 Tage Zimmerquarantäne, ey. Zimmerquarantäne heißt, ich darf nicht mein Zimmer verlassen. Also, was zum Teufel soll ich den ganzen Tag machen? Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich ein bisschen auf diese Zeit, auf diese Quarantänezeit. Ich bin lange nicht mehr den ganzen Tag im Zimmer gesessen. Know that the ride or die. I'm an OP boy. Know that the ride or die. I keep blood on my seat, boy. Know that the
ride or die. I keep wave on my My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Ja, es war noch nicht das letzte Training, aber auf jeden Fall das letzte Training bei Michi. Morgen früh machen wir noch eine Einheit, bevor wir abfliegen. Fühle mich sehr gut. Ende vom Trainingscamp bedeutet immer, die Arbeit ist gemacht. Jetzt kommt der, naja gut, Weightcut ist nicht gerade spaßig, aber wenn das noch geschafft ist, dann kommt der spaßige Teil. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Moin. Morgen. Oh, da ist es. Oh. Schon am Arsch, Alter. Heute noch 20 Millionen Sachen erledigen und die Leute gehen mir jetzt schon aufs Arschloch, Alter. Es ist noch nicht mal 9 Uhr und ich habe schon 5 Anrufe, ey. Geil. Geil, gell? Wird Zeit zu gehen einfach, wird Zeit zu gehen. Dann sind wir unter uns und fertig, Alter. Ja, Promillin. 10 Würstchen zum Frühstück. Ey, das ist eine halbe, 5. Okay, okay. Das hat sich eingepasst. Das ist mein Ding. Dankeschön. Du auch. Und jetzt nicht auch mal eine halbe Stunde Kopf ausschalten. Dann. Alles in eine rein tun. Ja, und das? Auch. Oh, weiß nicht, wir kriegen es rein. Das bringst du an die Linie, schaut alles. Ja, auch noch wenn du es aufteilst. So verlierst oder so. Oder komm, ich schnell schnell den Stein. Und wie geht's den Stein? Gut, du bist schon allein an die Linie. Mit beiden? Ja. Und hat ja nicht anders. Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, wenn die Kollegin wird, dann einfach in das Ding in die Tour hungern hat, kann er nicht haben. Deine armen Brüder. Ja, okay. Das ist schon gut. Ich weiß nicht, was es da für Essen gibt. Also sobald wir vor Ort sind in Fight Island, wird es bestimmt sehr gutes Essen geben. Aber ich will halt nichts riskieren. Und deshalb packe ich mir ein bisschen ein paar eigene Lunchboxen für die Quarantäne ein. Das mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt wird. Okay? Ich schicke mir jeden Tag Bilder von den Jungs, okay? Ja, mach. Simon, passt gut auf ihn auf, okay? Versprochen. Und schreit irgendwie nach dem Kampf oder so. Wir schreiben, okay? Wie letztes Mal. Gut. Du wirst es ja sehen, oder? Ja, sicher. Ich wäre sehr gerne dabei. Das ist das erste Mal, dass ich nicht dabei bin. Aber naja, irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern und jetzt mit dem Corona geht es halt nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Wir werden den alle zusammen im Gym schauen, alle. Er wird gewinnen, ganz klar. Nein, da mache ich mir echt keine Gedanken mehr, so. Er wird auf jeden Fall gewinnen. Ich werde nie so ein Zahnpasta-Lächeln wie Pascal haben, wenn ich nicht regelmäßig meine Zähne putze. Abonnier diesen Kanal. Mushi.